Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Longboarding Germany. Und heute geht es um dieses Schmuckstück. Ja, das 30-Euro-Board, das ist das billigste Longboard, was wir im Internet finden konnten, beziehungsweise auf Amazon. 29,95 hat es genau gekostet. Ja, es war sogar ein anderes Longboard drin als das, was auf dem Bild abgebildet war. Aber das hat uns nichts ausgemacht. Und jetzt gucken wir mal, was wir aus dem Teil alles rausholen können. Wir haben außerdem schon ein Unboxing zu dem Teil gefilmt. Da seht ihr unseren ersten Eindruck. Ja, das Ganze ist auch hier oben rechts in der Ecke nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch das reinziehen. Also, uns ist das letzte Mal schon aufgefallen, dass das Teil fast gar nicht lenkt. Also die Achsen, die lenken zwar ein optisch, aber irgendwie folgt das Brett dann nicht so ganz dem, was man vermutet. Das heißt, man fliegt auch immer mal runter, weil man eine ganz andere Bewegung erwartet und gewohnt ist. Deshalb haben wir an dem ganzen Teil jetzt nochmal ein bisschen rumgeschraubt, haben auch hier die Achse einfach noch ein bisschen lockerer gedreht und gucken mal, ob es das schon geholfen hat. Okay, hat es nicht. So, Versuch Nummer 2. Also wie ihr auch hier wieder seht, das Board lenkt oder kippt sogar relativ stark zur Seite. Es lenkt tatsächlich sogar ein bisschen mehr als vorher. Aber immer noch nicht so, wie man es erwartet. Es ist einfach, man geht in die Seite rein, man möchte eigentlich richtig rumkarven, hat auch den ganzen Körper so darauf schon trainiert. Aber das Board bleibt einfach auf gerader Strecke und deshalb kippt man entweder zu irgendeiner Seite um oder wackelt kurz rum. Also für jeden, auch jetzt mit den losen Achsen, für jeden, der das als erstes Board hat, der verliert sofort die Lust am Longboarden, deshalb schon mal Daumen runter. So, also wenn man genau hier ranguckt, sieht man auch, warum das Ganze so kacke ist. Und zwar ist einmal der Pivot Cup hier gar nicht richtig fest, der wackelt hier ganz lose drin rum. Also ich kann ihn hier nach links und nach rechts schlagen, wie ich möchte. Ja, und auch der Kingpin sitzt locker, auch der wackelt rum, wenn ich jetzt hier mal fest dran wackle. Also von Präzision ist hier gar nichts zu sehen. Ich meine, für 30 Euro kann man eigentlich auch nichts anderes erwarten, aber wenigstens, dass der Guss so genau ist, dass einfach ja, der Pivot ordentlich drin sitzt und man halt ein bisschen Lenkverhalten wenigstens irgendwie hat, ist hier halt gar nicht gegeben. Und deshalb würde ich es halt auch nicht für 30 Euro kaufen, weil das Ding einfach nicht dem Zweck erfüllt, was es soll, nämlich fahren wie ein Longboard. Ja, deshalb, so leid es mir tut, wird das jetzt noch dem Härtetest unterzogen. Wir werden da jetzt auf jeden Fall nochmal andere Rollen reinklatschen, weil auch die sind leider ein Reinfall, nur harte Betondinger. Wir werden da jetzt mal ein bisschen slidigere Sachen ranpacken, gucken, ob man da noch einen Slide raushauen kann, auch wenn es kaum einlenkt. Und ja, dann fahren wir vielleicht noch im Auto drüber. Außerdem, wie man vielleicht auch sieht, ist das total hoch, das Teil. Also selbst meine ganzen Top-Mount-Boards sind alle, da steht man überall niedriger drauf und deshalb muss man hier auch zum Pushen richtig weit runter. Also auch das wieder ein Kritikpunkt, gerade für Leute, die jetzt mit dem Longboarden anfangen. Die werden dann auch sicherlich ganz schön zu tun haben, hier ordentlich zu pushen. So, um euch das ultimative Erlebnis mal wieder zu zeigen, haben wir uns entschlossen, jetzt trotzdem nochmal die Rollen zu testen, die sich schon richtig eklig anfühlen, wie Gummi, bloß eben tausendmal härter. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Ich probier's einfach, kommt mit. Okay, also es lenkt einfach nicht. Ihr habt gesehen, ich wollte den Pre-Curve mal den Pre-Turn machen. Erstmal vom Board fast gefallen, aber wir probieren es trotzdem nochmal. Komm, für die Fans. Naja, fast. Die Rollen. Der Turn war diesmal in Ordnung, aber ihr habt es ja gesehen, die Rollen wollen einfach überhaupt nicht ausbrechen. Es fühlt sich so eklig an, probiert das bloß nicht. Kauft euch nicht das Board, aber wir testen trotzdem noch weiter mit anderen Rollen jetzt. Die schönen Yuka Hawaii-Rollen hier, Slide-Rollen von Yuka Hawaii. Packen wir jetzt da dran, mal schauen, ob es besser geht. So, die letzten hier dranhauen, die haben übrigens die Speedringe sehr willkürliche dran gepackt. An manchen Rollen sind irgendwie drei, dafür war an der hier nur einer. Aber es sieht schon ein bisschen besser aus jetzt. Ich habe Hoffnung, dass man noch was rausholen kann. Besser. Also es fühlt sich immer noch eklig an, so hoch zu stehen, gerade im Slide. Und es lenkt auch nicht gut,
Aber das leitet sich gut und die Rollen rocken schon. Ja, ich meine, was soll man sagen? Es war immer noch mega ekelhaft am Anfang, dass man einfach sofort beim Pushen in eine Richtung gefahren ist, obwohl ich in die gegensätzliche Richtung gelenkt bin. Es ist nicht geil zum Sliden, das Deck, kein Concave, eklig. Und es lenkt sich scheiße, aber mit den richtigen Rollen, man kann es sliden. Kann alles sliden, aber passt schon dafür, aber trotzdem. Holt es euch bloß nicht für nichts, glaube ich. Wir testen noch ein paar Tricks. Ja, der Kick ist an sich ganz vernünftig, dass einer dran ist. Bringt aber nicht viel, weil außer Manual, also er ist halt viel zu kurz, um jetzt mal irgendwie ein krass das Board hoch zu poppen oder so. Dafür reicht einfach nicht. Und ja, also ist eigentlich ziemlich unnötig. Aber naja, besser als gar keiner. Scheiße. Ja, wie man sieht, man rutscht auch ganz schnell mal hinten runter, wenn man mit dem Fuß kurz den Boden berührt oder so. Weil auch halt null Concave oder irgendwas drin ist, also es ist halt alles so nur das Nötigste. So, also wir haben euch jetzt einen ganz guten Rundumblick um das Board gegeben, was es kann, was es nicht kann. Grundsätzlich lässt sich sagen, das Hauptproblem an dem ganzen Ding sind definitiv die Achsen, also das sind die, die am meisten verkehrt machen sozusagen. Das Board an sich ist halt jetzt wirklich nichts Besonderes, aber es ist okay, also wenn jetzt an dem Board andere Achsen, andere Rollen dran wären, könnte man sich auf jeden Fall für den Preis kaufen. Auch die Rollen reichen wahrscheinlich zum Cruisen, sind aber auch halt wirklich nur das Maß der Dinge. Also wenn man irgendwas Cooles machen möchte oder irgendwas Gutes haben möchte, sollte man auch da auf was anderes zugreifen. Also man merkt wirklich, dass da nicht viel Geld drin steckt. Aber es kostet ja auch nur 30 Euro, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Dennoch sollte es natürlich seinen Zweck erfüllen und das tut es unserer Meinung nach nicht. Also klares Fazit, nicht kaufen. So, also wir werden das Ding auf jeden Fall auch nochmal komplett auf Herde testen. Und zwar mit dem Auto drüber fahren und gucken, ob es das aushält oder nicht. Ihr könnt ja eure Tipps gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was passieren wird. Ansonsten lässt sich wirklich nur noch mal abschließend sagen, auch an alle Anfänger, kauft euch das nicht, egal wie billig das ist und wie cool das erstmal erscheinen mag. Wow, für 30 Euro ein Longboard. Und falls eure Eltern vorhaben, euch das Ding zu schenken, ratet den besser auch davon ab. Denn nicht mal für Anfänger oder für irgendwen ist das ein geeignetes erstes Board, weil man einfach null Spaß damit hat und dann direkt wieder mit dem Sport aufhört, weil es einfach nicht gut ist. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen, indem wir euch gezeigt haben, was es so alles Schlechtes auf dem Markt gibt. Und guckt auf unserem Instagram vorbei, longboarding.germany heißen wir da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!